Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man die in diesem Hörsaal 4 im Gebäude 5 eingebaute Kamera- und Mikrofontechnik für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder hybride Lehrformate nutzen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bildqualität von dieser Logitech Rally-Kamera zwar relativ gut ist, aber die Qualität von diesem Raummikrofon, von diesem Grenzflächenmikrofon hier so ein bisschen suboptimal. Im Moment spreche ich noch in das Mikrofon, in das eingebaute Mikrofon von meinem PC. Habe auch den Originalton in Zoom aktiviert. Ich deaktiviere den jetzt mal so zum Vergleich. Das ist jetzt ohne den Originalton. Das klingt, glaube ich, einfach etwas lauter. Ich habe aber Auto-Leveling in Zoom an und wechsle jetzt mal auf dieses Freisprechmikrofon hier, auf dieses Grenzflächenmikrofon. Das klingt jetzt, glaube ich, solange ich hier stehe, relativ gut. Wenn man jetzt aber mal das macht, wofür dieser Raum vielleicht gedacht ist, die Tafel zu benutzen, dann stellt man fest, spätestens wenn man sich hier so ein Stück wegbewegt von diesem Raummikrofon und hinten steht und jetzt noch was anschreiben würde, so richtig wahnsinnig gut klingt das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, was auch daran liegen könnte, dass ich das Mikrofon von der Stelle ja auch gar nicht mehr so richtig sehe, sondern der Schall nur auch direkt zu diesem Mikrofon kommt. Was potenziell vielleicht daran liegt, dass die Pult hier ganz hochgefahren ist. Also mache ich das mal ein bisschen runter auf die niedrigste Stufe, sodass ich, wenn ich da hinten stehe, jetzt ist mein Laptop, denke ich, weit unten. Wenn ich jetzt hinten stehe, jetzt sehe ich das Mikrofon immerhin wieder. Vielleicht gibt es hinten auch ein bisschen besser, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Das muss ich mir mal in dem Video dann auf jeden Fall angehören. So, jetzt gehe ich mal zurück zu meinem Laptop oder ich stehe mal noch ein bisschen im Raum. Ich gehe mal so ganz weit weg gedrückt hin. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt besser klingt oder nicht. Eigentlich ist dieses Mikrofon sehr empfindlich, aber natürlich wird das jetzt relativ viel Raumhall aufnehmen an dieser Stelle. Ich komme mal wieder zurückgelaufen und switch mal wieder auf diese erste Perspektive. Das, was ich jetzt hier noch angeschlossen habe, ist ein Funkmikrofon. Das habe ich hier oben an meinem Poloshirt und auf das schalte ich jetzt mal um. Das klingt dann so, das ist jetzt auch noch ohne den Originalton in Zoom. Den aktiviere ich jetzt mal zum Vergleich. Der klingt dann so und wenn ich jetzt mal wieder auf die Tafelperspektive gehe und mich vielleicht hinten zur Tafel stelle, dann sollte das ziemlich egal sein, wo auch immer ich hier in diesem Raum bin. Und ich könnte bestimmt noch ein bisschen weiter weggehen. Jetzt sollte das jeweils gleich gut klingen, weil das Mikrofon ja direkt vor meinem Mund an meiner Brust befestigt ist und das Signal per Funk an den Computer überträgt. Und da bin ich mal gespannt, wie es im Vergleich anhört. Ich würde aber vermuten, dass dieses im Raum hier eingebaute Mikrofon, auf das ich jetzt nochmal umschalte, Beispiel Telefon mit Echounterdrückung, nur so lange wirklich gut klingt, wie man sich in unmittelbarer Nähe hier von diesem Mikrofon aufhält.